Servus Leute, willkommen wieder auf dem Armwrestling Channel. Ich bin's Kevin von Bulldox Germany und heute zeige ich euch, wie ihr euch ein Handgriff zu einem besseren Armwrestler machen kann. Viel Spaß und Erfolg und bleibt dran. Wir haben jetzt schon einige Videos hochgeladen und immer wieder sieht man auf den Videos, teilweise beim Warm-up oder so, sieht man immer wieder mal, dass sie mit dem Handtuch bei uns im Training arbeiten. Jetzt haben mich bei der letzten WM und auch online immer wieder Leute darauf angesprochen, was wir denn mit den Handtüchern machen. Sie haben das noch nicht so gesehen und wie würden wir damit trainieren? Beziehungsweise, wie kann man damit am Tisch trainieren? Und am Tisch trainieren ist eigentlich auch schon das Stichwort. Viele wissen nicht, wie man effektiv am Tisch trainieren kann, beziehungsweise haben das Problem, dass nicht alle in ihrem Club oder in ihrem Training, in der Trainingsgruppe das gleiche Kraft- oder Technikniveau haben. Und da kann euch so ein Handtuch wirklich einen ziemlich großen Schritt weiterbringen. Der Clou bei dem Handtuch ist, oder wie soll ich sagen, der Nachteil, wenn ihr mit einem Partner direkt am Tisch trainiert, ist, dass alles, was er macht, überträgt sich auf euch. Egal, ob er das mit Strap macht oder nicht, ja, alles, was euer Partner macht, ob er seine Hand eindreht oder ob er die Pronation einsetzt, alles überträgt sich ins Negative auf euer Handgelenk. Und somit wird immer der Stärkere, selbst wenn er ein bisschen im Training nachlässt, immer den kleinen Vorteil haben, dass ihr nicht mit ihm mithalten könnt. Ja, es ist sehr, sehr schwer, sein eigenes Niveau so runterzusetzen oder den anderen dazu zu bringen, sein eigenes Niveau so runterzusetzen, dass ihr effektiv miteinander trainieren könnt. Und genau da hilft euch ein Handtuch weiter. Beim Handtuch ist es so, ihr könnt es zum einen für kleine Hände könnt ihr das einfach nehmen, für große Hände nehmt es einfach doppelt, ja, und so habt ihr, also könnt ihr praktisch schon verschiedene Gegner simulieren. Ja. Der andere Clou dabei ist, selbst wenn mein Gegner jetzt viel stärker ist als ich, kann ich trotzdem noch effektiv meine eigene Bewegung ausführen. Das bedeutet, selbst wenn mein Gegner mit aller Macht hier zieht, heißt es nicht automatisch, dass mein Handgelenk aufgeht. Ich kann trotzdem meine Position behalten, egal wie stark mein Gegner ist. Und wenn er ein bisschen nachlässt, kann ich meine Position oder meine Bewegung, egal was ich machen will, ob ich jetzt eine Top-Roll-Bewegung mache, oder ob ich in die Supination reingehe. Ich kann die Übung immer so sauber machen, wie ich sie vielleicht mit Trainingspartner nicht machen könnte. Ein weiterer Vorteil davon ist, dass man durch so ein Handtuch wunderbar seine Tischposition verbessern kann. Während die meisten Leute im Training einfach nur stumpf drauf losdrücken und nach 2 Stunden geht er wieder heim, hat ein tolles Training gehabt, alles tut weh und so weiter, kam man zum Handtuch wirklich selbst mit absoluten Anfängern, mit einem Profi ein super Training machen. Habe ich alles schon im Training gehabt, es funktioniert wunderbar und man muss einfach nur wissen, wie. Ihr könnt mit so einem Handtuch könnt ihr eure Tischposition verbessern, indem ihr einen recht, einen recht agilen Gegner simuliert. Ja? Ihr könnt es zum Beispiel so machen, einer von euch soll praktisch diese statische Position am Start halten. Ja? Handgelenk gerade, Handgelenk vielleicht ein bisschen gebeugt. So. Und euer Partner führt das Handtuch von links nach rechts, oben nach unten, von vorne am Tisch vorbei. Ja? Das hat zur Folge, dass sich bei euch die Zugpunkte auf die Hand immer ändern. Je nachdem, wo euer Partner ist, müsst ihr euch deshalb am Tisch anpassen. Das bedeutet, wenn mein Partner das Handtuch zur Ecke zieht, ja, zu meiner linken Ecke hier, muss ich meine Position am Tisch anpassen. Genauso ändert sich dann die Fußstellung dementsprechend. Vermutlich ist Fußstellung sowas sogar ein eigenes Thema wert, aber da werden wir dann noch ein Video dazu machen. Jedenfalls könnt ihr so sehr schön eure Position immer anpassen, je nachdem, wo euer Partner mit dem Handtuch hinwandert, könnt ihr eure Position immer anpassen, ne? Je nachdem, wo ihr den Zugpunkt haben wollt. Wenn ihr das Ganze auf die Supination übertragt, ne? Wenn ihr praktisch eine
statische Hook-Position zum Beispiel simulieren wollt, könnt ihr das genauso mit eurem Partner simulieren. Je nachdem, wo er mit dem Handtuch hingeht, passt ihr eure Position an. Und ihr werdet es nicht glauben, es ist ein super Training. Wenn ihr das nicht ausprobiert habt, könnt ihr das gerne mal machen. Könnt dann in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Und würde mich sehr darüber freuen. Ja, das war es eigentlich auch schon. Arg viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Probiert das Ganze mal aus. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr damit Probleme habt oder wenn es euch gefällt. Ja, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Bin da immer für Diskussionen offen. Und ansonsten freue ich mich, wenn ich euch wieder weiterhelfen konnte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.